Hallo zusammen, ich habe heute über Lithiumbatterien, unsere 200 AH, und mit der können wir Gewicht sparen. Diese Batterie hier, das ist unsere Lithium und die hat 24 Kilo. Und wenn wir dann das umdrehen, da habe ich hier die Mastervolt, genau das gleiche Gehäuse, genau die gleichen Abmessungen, die genau gleichen Anschlüsse, aber 62 Kilo. Also sind 28 Kilo mehr, die ihr in eurem Wohnmobil rumschleift, wie wenn ihr eine Lithium habt. Und eigentlich stimmt das gar nicht, weil aus der Bleibatterie dieser Mastervolt hier, da könnt ihr ja nur die Hälfte rausziehen. Also wären es dann im Prinzip 224 Kilo. Also genau 100 Kilo mehr, als wie wenn ihr eine Lithiumbatterie verbaut. Ja, so kann man im Wohnmobil 100 Kilo einsparen. Ich habe hier das Datenblatt von den Batterien mit den Maßen. Das verlinke ich euch unten dran. Auch den Preis mit 1580 ist auf dem Datenblatt drauf. Die Batterien sind am Lager. Also ihr könnt eigentlich vorbeikommen und die Batterie einpacken. Wenn ihr wünscht, dass wir euch die jetzige Batterie ersetzen, wenn ihr genau so eine Bleibatterie drin habt, für 100 Franken ersetzen wir euch die Batterie, das heißt Batterie austauschen, wir haben genau die gleichen Pole. Wir müssen aber den Ladebooster ändern, von der Einstellung her, oder wir müssen das Ladegerät umstellen auf Lithium. Ja, das sind meistens die Sachen, den Rest kann man eigentlich gebrauchen ohne Probleme. Einfach Termin bei uns aufmachen, anrufen, vorbeifahren, wir wechseln euch die Batterie. Ich mache euch hier ein Video über die Batterie, die 200 Ampere, wie man die belasten kann, ob ihr welchen Wechselrichter man anschließen kann, wie viel Strom das ihr rausziehen könnt. Das Video kommt. Hier mache ich euch ein Video über die Kaffeemaschine, also mit der kleineren Batterie, die 150 Ampere. Ja, und ich wünsche euch einen schönen Tag und bleibt mir gesund.